A bunch of dreamers with they fist up. Trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chains off. Jungs, alles klar. Du hast den Klitus von Crown Crew. Und möchte dich herzlich hier bei Antworten am Sonntag begrüßen. Wie angekündigt, werde ich hier ein paar Antworten auf Fragen, die dir gestellt haben, geben. Und ja, vielleicht wird das wiederholt. Hat mich auf jeden Fall, wie gesagt, gefreut, dass so viel Feedback sind und Fragen sind geschickt wurden. Und was ihr hier seht, sind zwei Free-for-All-Games jetzt im Hintergrund. Sind nicht wahnsinnig spektakulär. Gewinnen zum Glück beide. Stirben ein paar mal ein bisschen dumm. Aber verwünscht auch ein paar schöne Campers, wie du die Obermaden. Aber das Einzige, was ich hier im Gameplay noch gut möchte hervorheben, ist die Tatsache, dass der Skrillex, dem habe ich gestern sicher acht Free-for-Alls gespielt. Und ja, es hat angefangen, er ist mir aufgefallen anfänglich, als er ein bisschen rumgecampt hat. Bin ich ein bisschen stinkig geworden, habe ein paar Mal seine Camper-Ecke rausgeholt. Und ja, er hat es doch auch geschafft, eines von diesen Games zu gewinnen. Was sicher auch für ihn eine Freude war, wo er ist nachdem dann rausgegangen. Wartet schnell, zieh ich das rein. Neuer Camper-Spot, habe ich gar nicht gewusst, dass man da rein kann. Schau mal das Arschloch an. Egal. Also, eben, Skrillex hat einen gewonnen, hat sich dann gerade verpisst. Ich hätte es noch gern, wenn Leute einfach irgendwie probieren, dann gewinnen sie etwas und dann verziehen sie sich gerade. Weil es könnte ja sein, dass das nur ein Zufall war. Aber ich gönne es natürlich jedem, der da ein bisschen Punkte abkassiert, weil um das geht's ja. Gut, kommen wir zu den Fragen. Und zwar habe ich jetzt hier nicht eine spezielle Reihenfolge. Ich habe es einfach ein bisschen gesammelt und gehe jetzt mal durch. Die erste Frage war bezüglich meinem Beruf in meinem Privatleben gewesen. Und da kann ich dazu sagen, dass ich Wirtschaftsinformatiker bin und bei einem internationalen Telekom-Unternehmen arbeite. That's why my English is pretty good, because at the company we mostly just talk in English. Und das beantwortet eigentlich auch gerade eine von den nächsten Fragen, und zwar wieso, dass mein MW3 auf Englisch ist. Es sind eigentlich auch Minigames ihr Originalspruch. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich zwangsläufig immer alles auf Englisch habe. Es gibt ja auch Games aus Deutschland, auch wenn das nur sehr wenige sind. Und es gibt auch Games, wo die deutsche Vertonung sehr gut gemacht ist. Da greife ich vielleicht auch mal auf das zurück. Aber sonst ist Englisch halt eben das Original. Es ist so, wie es geplant war. Es ist keine Übersetzung. Und da mein Englisch auch tiptop ist, habe ich da kein Verständnisproblem. Weiter ist es so, dass ich meine MW3-Kommentatoren-Szene zu Amerika sehr gut auskenne. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn dort Zeugs erklärt wird, dass ich näher gerade bei meinem Game eigentlich kann schauen kann, was sie mit dem gemeint haben. Sei das jetzt Perks oder Proficiencies. Und als letzter Grund ist es so, dass es jetzt eine Zeit lang ist eigentlich das englische Game, ich bestelle meistens bei World of Games, ist das englische Game eigentlich nur 10 Steine günstiger gewesen. Also wieso nicht auch noch ein bisschen Geld sparen. Ein weiterer Punkt war Lag Compensation gewesen, was das eigentlich genau ist. Da möchte ich eigentlich nur mal einen kurzen Abriss machen, weil das ist doch ein sehr komplexes Thema. Aber bisher hat man eigentlich in den Online primär Ballerspiele, FPS, hat man entweder mit einem Server gespielt, so wie das in Battlefield 3 zum Beispiel der Fall ist, und dann wird das Game auf dem Server gehostet und alle eigentlich die gleichen Chancen. Der eine hat eine schlechtere Internet-Connection, der läuft für den vielleicht nicht ganz so gut, aber sicher ausgewogener als beim bisherigen Call of Duty-System, wo einfach immer einer von den Spielern der Host war. Der hat dann einen riesen Vorteil gehabt und andere anderen sind leicht benachteiligt gewesen. Ja. Die Sache ist einfach die, der Host ist meistens der geworden mit der besten Connection. Und dann ist das noch cool gewesen. Wenn man eine gute Verbindung hatte, dann konnte man auch ein bisschen profitieren. Jetzt, im Black Ops ist das schon ein bisschen drin gewesen. Jetzt im MW3 ist es viel stärker, eben das Lag Compensation Thema. Und zwar geht es hier darum, dass eigentlich immer noch jemand der Host ist, aber Verbindungen von denen, die nicht eine so gute Connection haben,
die werden in vielen Fällen dann eigentlich erkannt. Und so wird bei denen, die eine gute Verbindung hat, zum Teil fast ein bisschen wie eine Verzögerung drin. Und dem sagt man eben dem Lag Compensation, das heisst, die Spieler mit einer schlechten Verbindung, die eben eine schlechte Connection zum Host haben und wegen dem vielleicht ein paar Millisekunden Verzögerungen haben, dass die dann keinen Nachteil haben, wird dann bei allen, die eine gute Connection hat, das Ganze ein bisschen schlechter gemacht. Wie das technisch genau funktioniert, ist jetzt hier nicht, glaube ich, wirklich das Thema, weil das wird schon sehr technisch und detailliert. Aber eben, Quintessenz ist, die mit einer guten Verbindung werden schlechter gemacht und das ist eigentlich ein riesen Nachteil und auch eine hohe Frechheit, ganz ehrlich. Jetzt mit dem letzten Patch ist das scheinbar ein bisschen verbessert worden. Ja, wir in der Schweiz waren von dieser Lag Compensation nur eingeschränkt betroffen, weil die Distanzen bei uns nicht so gross sind wie zum Beispiel zu Amerika. Aber man hat es zum Teil auch hier gemerkt, der eben das klassische Beispiel ist, die werden gefickt, schauen Killcam und dann seht ihr eigentlich, dass der Typ euch schon gesehen hat, bevor das ihr überhaupt ihn habt gesehen. Und obwohl das der geschossen hat, seht ihr auf der Killcam, dass der gar nicht geschossen hat aus ihrer Perspektive. Und er nicht schnell hat fertig gemacht. Mit dem muss man halt leben. Da ist Battlefield 3 sicher besser positioniert mit dem Serverkonzept, das sie dort haben. Aber ganz so schlimm ist jetzt beim MW3 auch nicht mehr. Und wenn ihr mal jetzt wirklich das Gefühl habt, dass ihr von dem betroffen seid in einem Game, einfach rausgehen. Scheiß drauf, dann macht man sich dort keinen Kopf und man regt sich nicht zu lange auf. Weil zwei, drei von diesen Killcams, die ich vorhin erzählt habe, anschauen, kann schon ziemlich frustrierend sein. Okay, dann ist immer wieder die Frage, PlayStation 3, wieso dass ich nicht durchzocken? Wie ihr vielleicht schon wisst, ich habe eine, aber dort kein MW3. Die Sache ist einfach die, einerseits sind die meisten Online-Kollegen selber Xbox-Besitzer, also habe ich dort am meisten Leute, die ich online treffe. Und gerade das Debakel mit dem PlayStation-Netz Mitte Jahr hat mir doch schon sehr zu denken gegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Xbox irgendwie das Problem nie wird haben oder so. Aber man zahlt vielleicht einen Huni im Jahr, dass man online kann gehen anständig. Aber dafür hat man halt auch eine Umgebung, die sauber läuft. Naja, ich will jetzt doch keine Konsolen-War starten, weil ich besitze sowieso jede Konsole, weil ich finde auf jeder gibt es gute Games. Auch auf dem PC, ich selber habe einen guten, den ich easy zocken kann. Aber auch hier ist wieder das Problem, dass eigentlich zu wenig Leute aus meinem Freundeskreis auf dem PC zocken oder überhaupt einen haben. Darum ist die Xbox hier eigentlich, ja, perfekt in der Mitte. Und auch der Grund, wieso das Crown Crew nur auf der Xbox zockt. Jetzt, wenn es PS3 gibt, vielleicht jemand, der einen HD-PV-Fahrer hat, der auch ein bisschen kommentieren will, so könnte man vielleicht auch mal auf der PS3 Crown Crew starten. Das ist noch in Zukunft. Weiter geht's, Battlefield 3. Ob ich das noch spiele? Eigentlich nicht mehr. Leider nicht mehr. Die Zeit vor dem MW3, diesen Monat, hatte ich einiges an Spass mit dem Battlefield 3, aber ich muss einfach sagen, so das Action-Geladene nahe beieinander sind, zwar vielleicht häufig sterben, aber zum Teil auch schön durchdrehen, mit den Killstreak, Pointstreaks im MW3 macht man schon ein bisschen mehr Fun. Gut, überpowerte Waffen, Jungs, FMG 9, wie wir es bitte in Zukunft nennen. Das hat der Tomahawk Pain erwähnt und ich finde das noch ein treffender. Das ist eigentlich die einzige Knarre, die ich OP finde. Obwohl das Type 95 laut meinen Videos immer noch stark ist, sehr stark ist, braucht es wirklich ein bisschen Skill, mit der auch gut sein. Das ist mit der FMG 9 nicht der Fall. Weil in den letzten Tagen habe ich Leute mit der rumlaufen, die die einfach als Primärwaffe genutzt haben, konstant die draussen hatten. Und sorry, wie schwul ist es eigentlich, weil mit der, du gewünschst jetzt immer auf nahe Distanz, ist sie stärker als jede andere Waffe, sogar auf mittlere Distanz kannst du abkassieren. Schießt schneller als jede andere Knarre. Also leider, ist es einfach zu häufig jetzt geworden. Was die Verwendung anbelangt. Zieht noch schnell das Gameplay rein, der Skrillex, der Vollidiot, der hat sich immer da hinten eingecampt. Und wir haben ja schon einmal ein anderes Camper-Video gesehen. Vielleicht hat er es dort abgeschaut, auf jeden Fall richtige Loser-Action. Da ist mir dann richtig negativ aufgefallen, das Bürstchen. Zurück zum Thema. Aber ja, Type 95 sicher immer noch stark.
Aber in Kombination mit dem Skill, den man braucht, ist es okay. FMG 9, OP like a motherfucker. Lieblingsmap? Was ist meine Lieblingsmap? Ihr seht sie hier gerade, Dome. Finde ich super. Klar ist es nicht Nuketown, aber hier geht es immer so richtig ab und wenn man Camperspots ein bisschen kennt, dann kann man sich auch ein bisschen vorbereiten und macht mir eigentlich schon riesen Fun, hier drauf zu zocken. Outpost finde ich die beschissenigste. Einfach ein hoher Schweinecamper, er ist hier immer in diesem Bunker durch im Fels. Und auch sonst vom Design her muss ich sagen, ein bisschen leid. Sonst finde ich die Maps nicht so schlecht. Klar hat es schon bessere gegeben. Klar hat es extrem viele Gebäude und Kerne, die überall explodieren. Aber man hat sich ein bisschen daran gewöhnt. Und darum ganz okay. Gut, es gab gewisse, die gefragt haben, ob sie auch mal ein Campersaal-Video machen dürfen auf ihrem Kanal. Selbstverständlich, es hat ja sicher auch schon andere gegeben, die so Campers zur Schau gestellt haben. Sie möchten auch nicht irgendein Copyright auf das erheben. Und andererseits ist es natürlich gut, wenn man die Community kann vergrössern und die scheiß Camper im Internet auch veröffentlicht. Jetzt ist es natürlich nett, wenn ihr schnell nachfragt oder vielleicht mich auch kurz erwähnt in eurem Video. Aber wie gesagt, einfach machen. Ist geil. Dann habe ich Anfragen bekommen, ob ich mal ein Video über einen Kollegen machen könnte oder so, wo man irgendwie findet, dass der viel campet. Das mache ich gern. Es ist aber so, dass ich eigentlich ein Video näher in eurem Speicher möchte erwähnt haben, wo ich muss schauen muss, wo ich gerade sehe, was abgeht und dass ich dort eigentlich nicht zu viel Zeit brauche, um ein Video zu suchen oder so. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin einiges im Speicher und im Theater rumwurschteln, um Games zu finden und so. Und dann möchte ich eigentlich die restliche Zeit, die ich mit dem wieder verbringe, schon zocken. Ja! Ob ich mal Survival Überlebensmodus Tutorial oder so mache, da muss ich sagen, leider nein. Mir gefällt Zombies. Ja, bei den Treyarch Games eigentlich einigermaßen, finde ich nicht wahnsinnig. Aber jetzt das von Infinity Ward mit diesen Überlebensmodi und so, wenn sie es jetzt ein bisschen aufbessert haben, finde ich einfach irgendwie. Macht mich nicht an. Ist persönliche Sache. Voll easy, wenn das jemand gerne spielt, das ist sicher auch sehr unterhaltsam. Und man bekommt ja, glaube ich, da auch ein bisschen Belohnungen, wenn man wirklich gut ist. In vielen Games habe ich so eine weisse Tarnung, wie jetzt hier gerade auf meiner Knarre. Das ist die Wintertarnung. Die bekommt man, wenn man bei Call of Duty Elite irgendwie als Gründer ganz am Anfang sich registriert hat. Finde ich noch schnittig, hat man von Anfang an dabei. Das ist tiptop. Wie viel Zeit verbringe ich pro Tag mit Zocken? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Da müssen wir, glaube ich, wirklich einen sauberen Durchschnitt über die ganze Woche mal nehmen. Aber ich nehme an, mit dem Weekend sind es vielleicht schon 3-4 Stunden pro Tag. Und gewisse mögen sich jetzt denken, was hast du sich keinen Job oder jemand, was geht mit dir? Ja, es gibt auch die, die mehr zocken. Und auf der anderen Seite habe ich mein Leben tiptop im Griff. Und von dem her lässt es das auch zu. Im Moment bin ich sicher noch ein bisschen fanatisch, weil es jetzt doch noch sehr neu ist, zusammen mit drei. Gleich kommen dann die Weihnachts-Noobs, die man schön abkassieren kann. Und dann passt das schon. Definitiv. Ja, eines der letzten Themen. Es hat auch schon Leute gegeben, die gesagt haben, hey, der oder dieser von Crown Crew ist am Campen. Members werden natürlich so ausgewählt, dass sie keine Camper sind. Von dem her, wenn ihr so etwas erwähnt, wäre ich doch froh, wenn ihr noch irgendein Video oder so könntet zeigen, wo man das sieht. Dort tue ich gerne mit diesen Leuten reden. Und sonst würde ich sagen, muss man so Äußerungen gar nicht gross machen. Weil es gibt immer wieder Momente, wo jemand im Ecke hockt, aber häufig ist man dann auch am Reloaden. Ich versuche auch niemanden zur Schau zu stellen als Campersaal, wo immer nur im Ecke am Nachladen ist. Und darum ist es wichtig, dass man das ganze Game anschaut. Und so dann eigentlich auch eine objektive Entscheidung kann treffen und nicht, wenn man einen einmal, zweimal in einer Ecke sieht, dass man ihn dann gerade als Camper beschimpft. Das passiert mir zum Teil auch. Und wenn ich dann das ganze Gameplay geschaut habe, habe ich mich zum Teil auch wieder bei den Leuten entschuldigt, weil ich ein bisschen ausgetickt bin. Aber ja, man ist halt auch ein bisschen emotional, wenn es um so Spiele geht. Und darum würde ich sagen, alles chillig. Merci für zuzuschauen und zu hören, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war auch eine oder die andere von euch Fragen dabei gewesen.
Und sonst kann man dir das gerne wiederholen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und man hört sich. Macht's gut. Even if I'm not though, I probably make it.